Exzessiv, fetter Beat, Alter. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen. Was geht ab? Hier ist der Starquest am Start. Und mit dabei ist Starquest Türk. Ja, hallo, hier der Starquest Türk mit dabei. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr Shinonuma im Gameplay. Black Ops 1. Ja, der wollte es unbedingt spielen. Und ja, jetzt spielt er es gerade zum ersten Mal. Der hat die Zombie-Map in YouTube mehrmals gesehen und wollte es unbedingt mal bei mir spielen. Und jetzt haben wir gedacht, wir machen kurz ein Video draus. Und ja, wir machen das jetzt als Clan-Info-Video. Wir haben ja schon vor 2 oder 1 Monat ein Video hochgeladen zu Call of Duty Ghosts Clan-Info. Und jetzt kommt das Update dazu, nämlich ist der Evoli jetzt nicht mehr dabei, sondern StarQuest StarQuest Türk und StarQuest King sind jetzt Co-Clan-Leader und führen zusammen mit mir den Channel. Also schreibt sie an, wenn ihr euren Clan wollt. Die PSN-Namen sind in der Beschreibung und auch von mir. Und bei Call of Duty Ghosts, wenn ihr den Clan wollt, dann müsst ihr uns adden in PSN, weil wir müssen euch dann Einladung schicken, während ihr in der Party mit uns seid. Anders geht es halt nicht mehr wie bei Black Ops 2. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach unter die Kommentarliste alles rein. Und ja, jetzt möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, nämlich hat jetzt Activision oder Infinity Ward preisgegeben, wer 2014 das neue Call of Duty entwickelt. Und ja, jetzt alle Zombie-Fans bitte die Ohren zu halten oder irgendwie das Video wegklicken, denn es wird nicht Treyarch sein, sondern Sledgehammer Games. Wenn ich weiß, was Sledgehammer Games ist, dann spielt nochmal nicht Black Ops, sondern MW2 oder MW3. Denn bei diesen Spielen war Sledgehammer Games aktiv mit der Grafik beteiligt und mit der Engine. Und ja, wenn ihr die Spiele geil findet, dann ist was Positives für euch, wenn nicht, dann nicht. Das hat eigentlich eine positive und eine negative Nachricht. Die positive ist natürlich, dass jetzt die Treyarch-Leute 2015 ihr neues Call of Duty rausbringen. Das ist halt gut, weil sie können am Zombie-Modus 2 Jahre lang was machen, auch am Multiplayer-Modus. Das verspricht natürlich, dass es eigentlich besser werden muss, als wenn sie es dieses Jahr rausbringen. Und ja, da müssen wir halt warten, was auf uns zukommt. Und Sledgehammer Games wird dann wahrscheinlich, also die meisten vermuten, dass es Modern Warfare 4 wird, also MW4. Oder Ghost 2, was ich eigentlich nicht denke. Oder ein ganz neues. Wahrscheinlich wollen sie sich mit einem ganz neuen Call of Duty präsentieren. Und ja, da müssen wir halt warten. Aber wenn Treyarch wirklich nicht Black Ops 3 macht, dann weiß ich auch nicht, was die sich dabei denken. Weil Black Ops 2 war ja schon so ein Erfolg. Und wenn jetzt jeder sieht, dass Black Ops 3 nächstes Jahr, in 2 Jahren sogar, also dann weiß ich auch nicht, weil das werden sich vermutlich jeder, also fast jeder kaufen, weil Black Ops 3, es hört sich halt besser auch an als Black Ops 2 und Black Ops 2 war so schon ein Verkaufshit. Wenn es jetzt nochmal rauskommt, dann denkt jeder, oh, was machen die jetzt neu, Black Ops 3? Und ja, da die Spannung wird halt auch ein bisschen größer dadurch, dass es erst in 2 Jahren rauskommt. Und ja, was sagst du dazu, StarQuest? Also eigentlich bin ich ein riesen Fan von Zombie-Modus. MW1, MW3 hat mich nicht so umgehauen. Also ich habe ja als erstes die Xbox One gehabt. Die Xbox One habe ich mit einem Bündel mit Ghost geholt. Habe sie aber dann auch durchgezockt, die Kampagne. Habe auch Multiplayer-Modus auch mal gezockt. Ghost fand ich eigentlich ganz okay. Nicht so wie MW3, 1 und 2. Ja, aber Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was viele Leute gegen Ghost haben. Das war eigentlich bis jetzt das beste Spiel, was Infinity Ward und Activision rausgebracht haben. Bin ich gleicher Meinung. Weil, also wirklich die Leute, die wohl sagen, das ist schlecht, das ist eure Meinung. Aber wenn ihr wirklich dann MW3 oder MW2 oder sowas besser findet, dann spielt es doch einfach mal und guckt selber euch an. Und ja, was wolltest du noch sagen? Ja. Eigentlich bin ich ein riesen Fan von einem Zombie-Modus. Der ist kein Fan, der ist ein Suchti, der will nur Zombie-Modus spielen. Und zocken wir eigentlich jeden Freitag machen wir eigentlich nach durch Zombie-Modus. Ja, deshalb holen wir uns auch Dying Light, machen daraus jetzt auch ein paar Videos. Wird dann auch zu so einem sogenannten Dying Light Clan, auch Call of Duty Ghosts und Dying Light. Vielleicht Battlefield 4 noch, aber ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, addet uns einfach mal, schreibt uns im PSN an, alles ist in der Beschreibung drin und auch unsere Facebook-Page könnt ihr liken. Und ja, willst du noch was sagen? Also, eigentlich nicht. Alles
Oder von Zagreus genannt. Ja, ich wollte noch sagen, meine Meinung zur PlayStation 4 und deren Spiele, also wenn ihr was holen, also wenn ihr euch was holen wollt, dann würde ich euch empfehlen, wirklich Battlefield 4 zu holen. Wir wissen es halt noch nicht, weil wir nicht solche Typen sind, die jetzt Battlefield 4 spielen. Wir stehen mehr auf Action, also Call of Duty Ghosts oder andere Spiele. Aber Dying Light, also wirklich das Spiel müsst ihr euch wirklich holen, wenn ihr wirklich Zombie-Fans seid oder allgemein Ego-Shooter-Fans seid. Es kommt am 31. März, soweit ich weiß. Auf jeder Website steht was anderes, aber ich glaube schon, das kommt dort raus. Und ja, NBA ist auch ein krasses Spiel, ist wirklich richtig gelungen. Auch alle Reviews sagen, das ist das beste Basketballspiel, das bis jetzt rausgekommen ist. FIFA 14, ja, wie immer, eigentlich immer FIFA. Dann noch Ghosts, wie gesagt, müsst ihr wissen. Killzone habe ich bis jetzt noch nicht richtig gespielt, aber das ist eigentlich schon geil, wie Crysis, halt so robotermäßig so halt, aber ist eigentlich schon eigentlich ganz okay. Knack ist halt was für Kinder so eher gedacht, aber eigentlich auch ganz lustig. Wie gesagt, müsst ihr wissen, schreibt in die Kommentare wegen dem Clan und was ihr dazu haltet mit dem Sledgehammer Games und alles drum und dran. Wenn wir neue Infos bekommen, was für ein Call of Duty rauskommt oder Trailer oder sonstiges, dann bekommt ihr natürlich als erstes bei STQ davon mit. Also abonniert, disliked oder liked, kommentiert. Das war's von meiner Seite aus, StarQuest Türk. Also von meiner Seite war auch alles genannt. Also, ja. Ich bin auch in mehreren Videos zu hören. Der wird jetzt, also es war jetzt sein erstes Video und jetzt macht er mehrere Videos, weil er auf Xbox zu PS, also PlayStation umgestiegen ist. Also ich hatte die Xbox One als erstes mit Ghost in so einem Bündel. Habe mir auch Dead Rising 3 geholt. Eigentlich, was ich sagen muss, eigentlich sehr gutes Spiel ist. Ja, aber Dying Light wird das ganz toppen und ja, der hat es jetzt halt getauscht gegen eine PlayStation 4 und deshalb macht er jetzt mit uns Videos, genau wie der X-Darkest King. Ja, schaut in die Beschreibung rein, das war's von unserer Seite aus, euer StarQuest, haut rein, ciao!